So, heute möchte ich wieder mit euch eine Box basteln. Und wir benötigen einmal, wartet, lasst mich kurz überlegen. Wir brauchen zwei Stücke, weil wir machen mit Deckel. Habt ihr wahrscheinlich eh schon vorhin reingesehen. Und einmal 6 Inch, das sind 15,2. Mal 6,5. Das sind 16,5. Und das wird gefalzt auf der 6,5 Seite bei 2 Inch. Das sind 5,1 cm. Bei 4 sind 10,2. Und bei 6 sind 15,3 circa. So, und auf der kurzen Seite bei 1,5. Das sind 3,8. So, dann schneiden wir uns das zweite auch gleich zurecht. Da nehme ich weiß. Da brauchen wir 6 3/4. Das sind schon nicht. Okay. Das zeichne ich mir vor. Hier ist ja auch keine 3/4. Warte kurz, warte. Sicher ist sicher. Weil die ist genau hier an den Schnupsel, ne? Das zeichne ich mir lieber an, damit da nichts schief wird. Sechs, 3/4 haben wir hier. Ja. Sechs, 3/4 mal 4. Das wird der Deckel und der wird gefalzt auf der 4 Inch Seite bei 1,5, das sind 3,8 cm und bei 3,5 sind 8,9 cm und auf der langen Seite bei 2 sind 5,1 cm. Bei 4 1/8, das ist genau der Schnupsel hier hinter der 4, sind 10,5 cm. Und bei 6 1/4 sind 15,9. So, dann haben wir das. Jetzt. Schneiden wir uns als erstes das hier zurecht. da haben wir hier an der Seite, das wird dann die Klebelasche. Da schneiden wir uns als erstes hier unten, könnt ihr das hier anschrägen, das kleine Viereck raus. Dieses hier. Also die kleine Lasche, die brauchen wir nicht. So, und dann schneiden wir hier die Falzlinien ein. Und hier. So. Ich überlege gerade, warum hier 1 Inch ist. Ich glaube, um dann die Seiten umzuklappen. Also auf jeden Fall wird hier das kleine Quadrat weggeschnitten. Hier haben wir wieder die schmale Seite.
hier anschrägen. Und hier oben auch. Das rausschneiden und hier wieder die Seiten einschneiden. Ja, wieder selbst entdeckt auf einem amerikanischen YouTube-Kanal. Dann schreibe ich mir mal nur die Maße ab. Und dann muss ich im Nachhinein überlegen, wie war es jetzt nochmal? So, hier schneiden wir uns ein. Ja genau, das ist nur, damit die Kante hier schön aussieht dann. Das wird gleich alles nämlich umgeklappt und festgeklebt. So. So. Und dann ziehen wir uns alle Falten hinab. Kurz überlegt. Und jetzt können wir schon Motivpapier raufkleben. Genau. Da habe ich mir wieder aus diesem Paket hier von Altenew, oh, ich finde das so schön, das ist so Watercolor ähnlich, diese beiden Bögen ich mal rausgesucht. Perfekt. Und da mache ich nämlich unten das und oben das. So, messe ich mir als erstes aus, was ich brauche. Vier Komma acht mal 11,2. Ja. Mache ich mir als erstes die 11,2 und dann brauche ich drei Teile 4,8. 1 2 und Nummer 3. So, das könnt ihr jetzt mit doppelseitigem Klebeband oder mit Flüssigkleber. Ich hoffe, das ist okay, dass das Fenster offen ist. Ich habe jetzt schon öfter Kommentare gelesen, dass das sehr störend ist. Aber ach, ich hasse Räume mit geschlossenem Fenster. Da kriege ich hier Atemnot. Und es ist gleich da, das Fenster. Und hier unten hört es sich gar nicht so laut an. Aber ich habe auch gehört, dass wenn es dann gefilmt oder abgefilmt, also im Video ist es dann relativ laut. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich versuche auf jeden Fall beim Schneiden die Hintergrundgeräusche ein bisschen wegzumachen. Da habe ich dann auch wieder gemerkt, dass es auch an meiner Stimme zerrt. Dann höre ich mich irgendwie ein bisschen an wie ein quietschender Frosch. Also, was ist besser? Straßengeräusche oder quietschender Frosch? So.
Das ist der untere Teil. Und da habe ich nämlich jetzt auch drauf geachtet, dass ich das Motivpapier ja so geschnitten habe, dass es hier jetzt optisch wieder eins ist. Seht ihr das? So, ich nehme als erstes hier die Lasche. Auch da könnt ihr doppelseitiges Klebeband nehmen. Aber ihr wisst ja, ich arbeite sehr gerne mit Flüssigkleber. So, und dann gucke ich hier einfach, dass ich es bündig auf Kante mache. Dann gehe ich hier nochmal von innen und drücke das an. Dann glaube ich, muss ich hier, genau, das müssen wir noch machen. Und zwar hier circa mittig das hier schneiden, weil wir das sonst nicht im Boden festkleben können. Das hatte ich jetzt eben vergessen. Also hier guckt ihr, wo ungefähr der Mittelpunkt ist. Und ab da schneide ich dann schräg zur Ecke. Wenn ihr euch das Video erst anguckt und nicht dabei macht, dann macht ihr diesen Schritt vorher. Dann ist nämlich, wenn wir das so umklappen, genau, dann passt das. So, dann gucke ich wieder, wo ich meine Klebelasche habe. Die habe ich hier hinten. Also fange ich mit diesem Teil hier an. Lege das hier rauf und dann klebe ich das vordere Teil. So, und dann haben wir hier die Klebelasche von eben hier hinten nämlich. Und dann sieht das von vorne hübsch aus. So, haben wir schon mal den unteren Teil fertig. Hier muss ich noch hier an den einschneiden. Und hier machen wir das genauso. Also entweder macht ihr euch halt hier eine Markierung, dass ihr das messt. Hier, das sind 5, macht ihr bei 2,5 eine Markierung. Sehr ein Stück breiter. Oh, oh, oh. Doch ist. Warte, ich muss mal kurz was testen. Ja, aber passt. Sind die nicht gleich lang? Doch, die sind doch gleich lang. So komisch. Wer will's? So, dann halte ich das Lineal einfach mittig an. Also wie gesagt, ich würde es bei Schnauze schneiden. Ja, tatsächlich. Das Teil hier ist ein Stück kleiner. Na gut. So, und dann hier, wie gesagt, von der Markierung zur Schräge runter. Dann können wir schon mal die Teile hier festkleben. Die werden einfach nur nach innen umgeschlagen. Somit hat man nämlich eine schöne Kante.
ich hier nochmal mit dem Falzbein rüber. Und dann klebe ich hier auch als erstes Motivpapier rauf. Da haben wir 4,8. Hier sind es wirklich 5,2. 5,1. Ich habe wirklich irgendwie schief gefalzt. Dann bin ich aber gespannt, ob das gleich hinhaut. Also, die Höhe ist aber auf jeden Fall dieselbe. Wenn nicht, haben wir jetzt einen riesen Fail-Alarm und muss alles normal machen. 4,8 ist auf jeden Fall die Höhe. So, dann habe ich gesagt, einmal 4,8. Einmal 5,2. Und einmal 5,1. So, die lege ich mir nebeneinander, damit ich gleich richtig umklebe. Da müsst ihr auch wieder dran denken, wenn ihr jetzt Motivpapier habt mit einer Laufrichtung, dass ihr darauf achtet. Das hier ist ja jetzt oben. Wenn ihr also jetzt hier irgendwie Motivpapier hättet, muss das Motivpapier... So ist jetzt richtig rum. Ach nee. So, und ich mache die jetzt ostertechnisch. Aber da könnt ihr natürlich wieder jeden Anlass nehmen, den ihr wollt. Und da passt natürlich Süßkram rein, da passt aber auch eine kleine Handcreme rein. Denkt mal, so ein kleines Deo passt auch rein. Oder, was ihr halt verschenken wollt. So, dann haben wir das. Dann kleben wir die Klebelasche an. Wir kleben die Klebelasche an. Ich bin ja mal gespannt, ob das gleich richtig ist. Ob das richtig ist. Wie war das? Sehen Sie, wenn das Licht angeht? So, andrücken. Und dann werden hier die Ecken eingeklappt. Die hier als letztes. Hier ein bisschen umklappen und hier komplett. So, da könnt ihr dann auch wieder von innen ein Lineal andrücken. So, jetzt drückt die Daumen. So nicht. Sag, hier ist irgendwas falsch. So nicht. Also ihr seht hier, ich zeige es euch von oben. Das ist so gedacht. Warum auch immer. In genau eine Richtung passt es. Ja. So schaut's aus. Jetzt könnt ihr natürlich hier oben noch Motivpapier anbringen. Da könnte man dann sich das so anlegen und hier anzeichnen und schneiden. Aber ich mache hier die Deko jetzt rauf. Ist ja witzig.
zwar ein bisschen Spannung, aber es passt. Faszinierend. Faszinierend, sage ich euch. Also, Maße waren alle richtig. So, ich suche mir mal dekotechnisch was raus. Und dann machen wir das gleich. So, ich habe jetzt hier oben doch noch das Dreieck draufgeklebt, so wie ich es euch gesagt habe. Einfach angelegt, umrandet und dann hier jeweils in dünnen Streifen, könnt ihr den sehen, rundherum abgeschnitten. Dann hat es oben drauf gepasst. Und vorne habe ich diesen zuckersüßen Hasen aus dem Stempelset von Stamp Corner, den hier unten. Ich liebe dieses Osterset. Und außerdem Frohe Ostern, finde ich hier nämlich ganz cool, ist hier hochkant. Und dadurch habe ich hier so zwei Wimpel oben ran gemacht. Das hinterlegt mit so Standschablonen in sechseckig. Die hatte ich noch übrig in der Restekiste. Habe ich einfach dahinter geklebt. Den Hasen mit 3D aufgeklebt. Und koloriert habe ich die mit meinen Tombow-Stiften. Und jetzt wollte ich noch ein bisschen Bling-Bling aufbringen. Weil Bling-Bling ist immer gut. Hier unten dachte ich mir, damit da noch so ein bisschen Farbe reinkommt. Einfach hier so drauf. Und noch einen kleinen. So. Du musst hier ab. Geht. Nützt alles nicht. So. So will ich lassen. Und finde es eigentlich echt hübsch geworden. Wie gesagt, ihr könnt es zu jedem anderen Anlass dekorieren, weil da ist ja letztendlich nur das Motivpapier entscheidend, was ich sowieso schon sehr neutral verwendet habe. Und dann, was ihr vorne raufbappt, da könnt ihr jetzt auch zum Geburtstag oder halt, wie gesagt, zur Hochzeit, was auch immer, Muttertag, Vatertag. Ja, ich hoffe, die gefällt euch, die Box. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, Abo, Daumen und so weiter und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.